Es wird prominent bei uns und da nehmen wir Abschied von einem Entertainer, mit dem viele aufgewachsen sind. Mehr jetzt. Er war Komiker, Schauspieler, Entertainer und bis zuletzt noch aktiv. Titel, ja, hatte er so einige, Karlauer König oder Blödelbade, aber Karl Dahl war viel, viel mehr. Ein Künstler, der mit seinem manchmal bitterbösen Humor genau ins Schwarze traf. Unvergessen für viele auch bei Verstehen Sie Spaß als der Mann am Filmprojektor und der Spaßanrufer an der Seite von Paola und Kurt Felix. Vor 12 Tagen erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Wir verabschieden uns von Karl Dahl, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Es sind bislang unveröffentlichte Aufnahmen, aufgezeichnet am 12. Oktober. Ich sag einfach mal, ich kann nicht so alt werden wie Jopi Heesters, wenn ich mein Lebensstil so weiterführen würde wie jetzt. Und nur teure Rotweine trinkst. Ja. Rumalbern gehört bis zuletzt zum guten Ton, selbst wenn er über etwas Ernstes wie den Tod spricht. Karl Dahl zu Gast in der MDR-Show von Kabarettistin Katrin Weber. Leben, bis er 108 Jahre alt ist, das war ihm dann nicht mehr vergönnt. Mit 79 Jahren stirbt Karl Dahl gestern Abend. Am 11. November erleidet er einen Schlaganfall, kommt danach nicht mehr zu Bewusstsein. Er sei friedlich eingeschlafen, heißt es von seiner Familie. Ich komme aus dem Land der Friesen und habe viel gemein mit diesen. Die Eitelkeit ist nicht mein Fall, mein werter Name ist Karl Dahl. Dass sich Karl Dahl vorstellen muss, die Zeiten waren lange vorbei durch seine Markenzeichen. Das eine, das optische, na klar, sein von Geburt an hängendes Augenlid. Das andere, sein besonderer Sinn für Humor. Schlagfertig, bissig, ein loses Mundwerk. Ich finde es erstaunlich, dass man mit so wenig Talent bei der Masse so viel Eindruck schinden kann. Dahl, ein eigenwilliger Farbtupfer, der deutschen Comedy-Landschaft fehlen wird, meint Moderator Guido Kanz. Ich glaube, er war sehr brachial, ihm war alles egal, da gab es keine Grenzen. Also Karl Dahl war Karl Dahl, der hat Leute auch beschimpft, aber war im Herzen ein ganz sympathischer, netter Mann, der das einfach für sich so diese Art von Humor entdeckt hat. Einen Schalk hatte Karl Dahl schon als Schüler im Nacken. Der geborene Ostfriese war ein Klassenclown. Auch aus der Not heraus, um die Hänseleien seiner Mitschüler wegen seines Auges zu ertragen. In seiner Familie ist Dahl das Nesthäkchen, hat drei große Geschwister. Seine Eltern sind Pädagogen und wünschten sich vergeblich, dass ihr Sohn auch einen soliden Job ergreift. Mein Vater wollte immer, dass ich zur Bahn oder zur Post gehe. Das war ein Horror für mich. Denn er beendet die Schule ohne Abschluss. Vom beschaulichen Lehr geht's ab nach Berlin, jobbt hier und da und wird Teil des Blödelquartetts Insterburg und Co. Oh, hallo Fräulein Lisa, haben Sie schon ein Visa? Dann kommen Sie mit nach Panama zu meiner Großmama. Als sich die Gruppe 1979 auflöst, wechselt er nahtlos ins TV-Geschäft. Während sich andere peu à peu hocharbeiten, beginnt seine Fernsehkarriere mit einem großen Aufschlag. Bei Verstehen Sie Spaß? Die Gastgeber Kurt und Paola Felix sehen großes Talent in ihm. Einer musste frech sein, das passte zu diesem Ehepaar nicht. Das hat der Kurt Felix ganz schnell erkannt und hat mich dann fast 10 Jahre mit in das Team reingenommen. Ich war Nummer 3, aber für mich selbst war ich Nummer 1. Freunde fürs Leben. Und so darf Paola Felix bei Dahls 60. Geburtstag natürlich nicht fehlen. Ich oft in Gedanken. Solche Pannen liebt Karl Dahl. Hier kann er seine Spontanität unter Beweis stellen. Sing weiter! In der Comedy-Show 7 Tage, 7 Köpfe kann er dieses Improvisationstalent nicht ausleben, denn die Witze sind vorgeschrieben. Als eine Pointe mal versemmelt, ist Erfinder Rudi Carrell so wütend, dass er Dahl aus dem Team wirft. Dahl schlüpft gern in die Rolle des Rüpels. Doch Freunde wie Moderator Carlo von Tiedemann schätzen an ihm auch eine andere Seite. Er war verlässlich, er ist für andere in die Bresche gesprungen. Und er konnte es, das fällt mir gerade ein, auf den Tod nicht leiden, wenn über Nichtanwesende schlecht geredet wurde. Das finde ich auch ein sehr angenehmer Charakterzug. Also schludern mit Dahl ging nicht. Ihre Freundschaft übersteht auch eine harte Zeit. 2014 steht Dahl vor Gericht. Der Vorwurf, er habe eine Journalistin vergewaltigt.
Das Gericht spricht ihn zwar frei, der Prozess hinterlässt aber Spuren. Jetzt sehe ich mich wieder als freier Mensch, obwohl ich natürlich diesen Stempel, ja, Karl Dall hat da doch mal unter Verdacht gestanden, das werde ich nicht mehr los. Rückhalt gibt ihnen seine Ehefrau Barbara. Fast 50 Jahre waren sie verheiratet. Eine gemeinsame Tochter haben sie, Janina, die nach Kanada ausgewandert ist und als Stuntfrau arbeitet. Gerührt von der großen Anteilnahme schreibt sie heute: Ruhe in Frieden, Papa, Opa, Karl. Du wirst für immer in unseren Herzen sein. Dall war ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen. Da traf Sänger Patrick Lindner regelmäßig auf den Komiker und lernt Dall da von einer anderen Seite kennen. Das ist ja immer das, dass man immer irgendwie denkt, gerade die, die so viel Spaß machen und die irgendwie so einen nach dem anderen raushauen, dass die halt irgendwie nicht so tiefgründig sind. Und gerade umgekehrt ist es eigentlich. Dall war im Unruhezustand. Zuletzt stand er für die ARD-Serie Rote Rosen vor der Kamera. So lang wie möglich arbeiten, das war sein Wunsch. Er war ein Mann aus dem Norden, dem Meer verbunden. Und hier soll er seine letzte Ruhe finden mit einer Seebestattung. Denn er will, so sein Wunsch, das lustigste Fischfutter des Jahrhunderts werden. Ein Entertainer, der ein großes Stück deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat und der sehr vielen fehlen wird. Seinen letzten Auftritt in einer Fernsehshow können Sie sich jetzt übrigens exklusiv vorab anschauen in der ARD-Mediathek. Es geht jetzt weiter bei uns und da stelle ich jetzt mal die Frage, ja, ist denn heute schon Weihnachten?